Sowohl im traditionellen Schamanismus als auch in der modernen Esoterik-Landschaft gibt es sogenannte Einweihungsrituale. Aber worum geht es dabei? Was steckt dahinter? Ist das was Gefährliches? Ist das nur Abzocke? Oder ist das was Heilbringendes? Ich nehme das in diesem Video gerne mal für dich unter die Lupe. Meiner Erfahrung nach gibt es drei verschiedene Arten der Einweihung, magischen Einweihung, spirituellen, schamanischen Einweihung. Die erste Art: Es geht um die Anbindung an einen Lehrer, an eine äußere Kraft, an eine Tradition oder an ein Energiefeld. Bei der zweiten Art von Einweihung geht es um die Aktivierung von innewohnendem Potenzial, das heißt als Unterstützung auf dem Weg. Und bei der dritten Einweihung geht es um das Vermitteln von Wissen, sodass der Schüler seinen ganz eigenen Erkenntnisweg gehen kann. Und diese drei Arten, die möchte ich dir jetzt genauer erzählen und so ein bisschen abwägen, was besser sein kann oder ja, einfach, dass du ein bisschen mehr aufgeklärt bist, und ich hoffe, dir hilft das dann, falls du mit sowas in Kontakt gekommen bist oder noch kommen wirst. Bei der Anbindung an Menschen, magische Anbindung an Menschen, ist es immer so, du wirst unfrei, ja? Weil der Mensch, an den du dann magisch gebunden bist, der hat immer das letzte Wort. Und wenn der mal kippt oder irgendwie auf blöde Ideen kommt, dann hängst du davon ab. Ja? Der ist ja auch noch ein Mensch. Ja? Also das würde ich mir gut überlegen. Bei der Anbindung an ein Energiefeld, da wird man auch unfrei. Weil ohne das kannst du dann irgendwann deine Sachen nicht mehr wirken. Ne? Wenn das die Quelle deiner Macht ist, deiner magischen Macht. Und was ist, wenn damit mal was nicht stimmt oder wenn das kaputt geht oder das korrumpiert wird? Dann bist du unfrei. Das ist blöd. Ne? Und bei der Anbindung an eine Tradition ist es so, du hast zwar dann Zugriff auf die Kraft der Tradition, die dahinter steht, aber was, wenn du irgendwann deinen eigenen Weg gehen möchtest und du sagst, so, ich möchte jetzt eigene Wege beschreiten, was passiert dann? Hast du dann keinen Zugriff mehr auf diese Tradition, an die du angebunden bist? Na, fällt das alles weg? Wie sind da die Konditionen, musst du dich fragen. Na, geht das dann so einfach? Kommst du dann da so einfach raus? Oder bricht dir einfach die ganze Kraft weg und du fängst bei Null an? Also Fazit dabei: Bei solchen Anbindungen an irgendwas Äußeres, Achtung, du könntest dabei deine Unabhängigkeit verlieren. Ne? Das würde ich mir genau überlegen. Dann die zweite Art, wo ein innewohnendes Potenzial aktiviert wird durch ein Weiheritual. Hier ist immer zu bedenken, wenn man abkürzt, indem man Potenzial erweckt, dann hat man zwar den Vorteil, dass man direkt, also sehr schnell auf bestimmte Kräfte zugreifen kann. Möglicherweise ist der ein und andere aber auch noch nicht bereit dafür. Ne? Und daher braucht man dann auch einen Lehrer, der einen anleitet. Ne? Das ist ganz wichtig. Also wenn so eine Weihung und Potenzial wird aktiviert, dann brauchst du einen Lehrer, der dich einführt, der dich an der Hand nimmt. Sonst kann das nach hinten losgehen. Wichtig ist auch, dabei könnten wichtige Entwicklungsschritte deinerseits übersprungen werden, die dir dann fehlen für spätere Erkenntnis. Ja, und das kann Fehler sein. So, also das ist auch zu bedenken. Was kann sein, dass dir später einfach was fehlt? Ne? Dass du merkst, irgendwie kommst du nicht mehr weiter, ja, weil du Entwicklungsschritte übersprungen bist durch die Einweihung. Hier mein Fazit. Mein Tipp ist es hier einfach genau zu prüfen und zu fragen, in was genau werde ich eingeweiht? Wer oder was steckt dahinter? Wie wirkt das langfristig auf mich? Nicht nur kurzfristig, was ich jetzt davon habe, sondern was ist in 10 Jahren, in 20 Jahren, für den Rest meines Lebens? Welche Vor- und Nachteile habe ich davon? Kann ich das auch wieder rückgängig machen, wenn ich will? Ja, wichtige Frage. Und könnte ich das überhaupt, oder könnte das überhaupt nötig werden? Ja? Also solche Fragen sollte man sich stellen. Ich möchte ja keine Angst machen, sondern einfach helfen, mehr Bewusstsein dafür zu bekommen. Dass, wenn du mit sowas in Kontakt kommst, überlegst dir nochmal, hinterfragst einfach nochmal, besprich das mit demjenigen, frag denjenigen, der dich einweiht. Stell dem einfach diese Fragen und guck, was er antwortet. Dann kannst du vielleicht besser entscheiden. Ja, und die dritte Möglichkeit ist, es Anleitung zu bekommen, Schritt für Schritt, um den Weg durch eigenes Training zu gehen. Da geht es quasi darum, die komplette Magie, die komplette Kraft und die Selbstermächtigung in sich selbst zu entdecken. Schritt für Schritt, ganz natürlich, ohne Abkürzungen. Das dauert halt ein bisschen länger, ja, das ist durch eigene Einstrengung. Aber was ich erlebt habe, auch bei mir selber, ist, dass es dadurch am Ende sogar schneller geht als mit Einweihungen. Weil man nicht teilweise wieder von vorne beginnen muss, wenn man erkannt hat dann, dass ein Weg
in die Sackgasse führt oder dass da doch kein Weg dran vorbeiführt am eigenen Training. Ne? Wenn man halt was selber lernen möchte, muss man selber trainieren. Also Abkürzung, das kann ein Weg sein, aber ja, ich denke, da muss einfach jeder selber nachsehen und ich weiß, Einweihungen sind verlockend, aber man kommt möglicherweise vom eigenen Weg weg. Ja, das kann man einfach bedenken. Also ist kein Urteil, ich möchte einfach dir helfen, mehr darüber nachzudenken. Bei mir ist das so gewesen, ich habe das selbst erlebt, ich habe viel erlebt. Meine ersten schamanischen Ausbildungen, die ich gemacht habe, die gingen nicht ohne Einweihung. Da gab es überall eine Einweihung. In jedem Seminar, das ich besucht habe, gab es irgendeine Einweihung. Und immer um weiterzulernen, die nächste Stufe zu erreichen, brauchte ich wieder eine Einweihung. Und das ging auch, ehrlich gesagt, immer richtig ins Geld. Natürlich habe ich auch selber trainiert, viele Dinge. Aber irgendwie ging es nicht ohne Einweihung. Das war auch so ein bestimmtes System, was dahinter stand. Und die Quelle der Magie war nie wirklich ich, habe ich irgendwann gemerkt. Sondern das war immer was außerhalb von mir, auf das ich zugegriffen habe. Irgendein Energiefeld oder irgendeine Wesenheit. Nichts gegen die Zusammenarbeit mit Helferwesen, das ist im Schamanismus ganz wichtig, aber komplett von so einem abhängig sein und dafür das eigene Training zu vernachlässigen und nicht die eigene Macht dadurch zu entdecken, das kann irgendwie gar nicht gut ausgehen. Und bei mir kam das dann auch so, ganz ehrlich. Und das kam dann auch zu einem Bruch und ich ließ das einfach hinter mir. Und ich habe da einen Weg für mich gesucht, meine Magie, meine schamanische Kraft von Grund auf neu aufzubauen, ganz ohne irgendwelche Einweihungen. Und die Quelle der Magie sollte einfach mein eigenes Bewusstsein, meine Seele, meine eigene Macht sein sozusagen. Der Mensch an sich, ja? Das Göttliche im Menschen ist die Macht und nicht irgendein äußeres Energiefeld, was natürlich auch zum Göttlichen dazu gehört, aber es ist der Weg, ne? Und wie man denn geht. Und ich denke, die eigene tiefe Selbsterkenntnis ist das, was es braucht und nicht Abkürzungen, Einweihungen in irgendwelche verlockenden Kräfte. Ne? Und aus dem Grund ist unser schamanisches Heimtraining auch so aufgebaut, dass jeder selbst durch eigenes Training sich selbst in die tiefsten Geheimnisse seiner selbst und der Magie und des Schamanismus einweiht. Ne? Bis hin, dass jeder zum eigenen schamanischen Erbe gelangt. Und wir zeigen einfach die Wege auf, wir zeigen die Türe, wir zeigen, was es zu trainieren gibt. Schritt für Schritt nehmen wir jeden an der Hand und begleiten dabei auf dem Weg. Ne? Das ist ganz wichtig, dass man da begleitet wird, dass man Feedback bekommen kann. Immer wieder einer da ist, der mal drauf guckt. Wir haben eine Community, da kann man sich austauschen. Ganz, ganz wichtig. Ne? Da merkt man, ich bin nicht alleine. Das geht vielen so. Und am Ende bist du da einfach frei und hast entdeckt, was du alles aus dir selbst herauswirken kannst. Zusammen mit Helferwesen, zusammen mit äußeren Kräften und mit inneren Kräften. Aber du weißt, es beginnt bei dir. Du bist die Quelle von diesen ganzen Dingen. Du triffst die Entscheidung, du bist frei. Deine Absicht ist das, was deine Realität lenkt. Ja, wenn dich das anspricht, dann komm sehr gerne mal zu uns in ein unverbindliches Infogespräch. Und erfahre mehr dazu, wie so ein freier schamanischer Weg, der dich an deine innewohnende Magie heranführt, für dich aussehen kann. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen.